Servus Leute, ich bin der Tabak und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Freut mich, dass du am Start bist. Freunde, es sind bei mir im Zimmer über 30 Grad. Morgen spielt Deutschland gegen Portugal. Und deswegen habe ich mir eine Sache einfallen lassen, und zwar ein 15 Millionen SBB. Ich habe Portugal und der Gegner des heutigen Tages ist Broski mit Deutschland. Freunde, die Allmanns eures Vertrauens werden heute für die Ehre des Landes kämpfen. Was geht ab? Was geht ab, Broski? Schön, dass du hier bist. Freut mich. Ich hoffe, du bist warm angezogen. Wir haben auch eine Folge bei Broski aufgenommen. Ich glaube, die wird ein paar Tage erst online kommen. Checkt auf jeden Fall ab. Was sagst du, wie geht das Spiel erstmal aus? Was ist deine Prediction? Boah, 1-1. Ich sag 1-1. 1-1? Okay. Das würde ich unterschreiben, weil dann könnte Deutschland als bester Dritter weiterkommen, wenn sie gegen Ungarn gewinnen. Du bist übrigens auch im Stadion, gell? Das wird auf jeden Fall cool. Ja, mal gucken. Das steht auch nicht fest. Steht nicht fest. Auf jeden Fall werde ich Broski in München sogar wahrscheinlich treffen dann. Und was sagst du, wie viele Daumen schaffen wir für diese wundervolle Aufnahme? Ja, Junge, 15.000 Likes, Jungs. Pusht euch mal rein. Also das ist Portugal-Deutschland, geiles Special. Zwei Legenden am Start, Cristiano und bei mir WM-Rekordtorschützenkönig Miro Klose, Alter. Ich Bock auf den. Ja, und wir haben noch ein Special-Ding, das wird Ton aber gleich nochmal erklären. Wir müssen neben unserem Starspieler mindestens noch drei aus der Nation einbauen. Also Tone braucht noch drei Portugiesen, ich noch drei Deutsche. Ja. So als kleines Special ist vielleicht ganz cool. Richtig. Dann würde ich sagen, lass einfach mal reinstarten. Jeder hat ein 7,5-Millionen-Team ungefähr gebaut. Wir gehen rein. Warte mal, jeder hat ein 7,5-Millionen-Team gebaut? Hattest du das gesagt? Hast du gebaut? Also ich habe... Ich glaube nicht. Ist wurscht. Ey, dann schreibe ich es einfach nicht in den Titel. Das ist scheiße, ist wirklich egal. Freunde, jeder hat ein cooles Team gebaut. Wir gehen rein. Hä? Ich habe mein Team auch nicht abfotografiert. Fuck, egal. Ich baue es aus dem Kopf. Leute, bevor es gleich weitergeht, hat mein Partner Displayed 34% auf alles rausgehauen. Egal, ob ihr euch einen holt, zwei, drei, ist wurscht. Es ist ein absoluter Banger, der Rabatt. Gab es jetzt schon länger nicht mehr so hoch. Falls ihr euch also zu EM was gönnen wollt, die Teile sind 10 von 10, Metallposter. Und wenn ihr auf meinen Link geht, dann findet ihr hier auch ein paar Ordner. Da könnt ihr euch auch ein bisschen umschauen. Da sind meine Displays unter anderem drin, die ich selber in meinem Zimmer hängen habe. Und geht auf Euro 2021, nur jetzt, als kleines Beispiel. Da habe ich euch mal Displays reingepackt von Spielern, die bei der Euro dabei sind. Ihr könnt euch umgucken, Freunde. Absolut geil. Keine Ahnung, einfach unfassbar geil. For real jetzt. Okay, dann was hast du aufgeschrieben für Spieler? Linker ZOM und rechter Stürmer. Okay, perfekt. Dann fange ich an mit meinem rechten Stürmer. Ist ein Portugiese, weil ich müsste drei davon benutzen. Und kein geringerer als André Silva. Weißt du, ich wollte die Portugiesen gleich mal ein bisschen abarbeiten. Und linker ZOM, Optimus Prime, Rui Costa. Ah, macht er gut. Ich habe Joao Felix und Gonçalves. Ey, den Gonçalves, den habe ich am Anfang gebaut. Aber irgendwie habe ich schon ein Gefühl, dass du den hast. Gut, dann bist du dran. Ich fange an in der Zentrale. Ich habe auch direkt nicht alle Deutschen abarbeitet, aber zumindest zwei. Ich gehe im ZOM mit Team of Season Moments Karte Max Kruse. Oh, okay, nice. Sehr geil. Linkes ZOM gehe ich mit... es gibt so viele geile Spieler zur Auswahl. Götze, Özil. Ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht Götze aufgeschrieben hast. Ich kann dir leaken. Also wenn du ihn spielen willst, dann tu ihn rein, weil ich hab ihn nicht. Auf Ehre. Weil ich würde ihn auch gerne sehen im Spiel. Bin ich ehrlich. Ja, komm, auf Ehre, dann spiele ich ihn. Ich hätte so... Ja. Nee, wobei, das kann ich... Doch kann ich, aber ich muss ihn rechts spielen. Okay, ja, okay. Nein, komm, ich... es ist eigentlich scheiße, doch, weil ich eigentlich hab ich ihn nicht. Ja, aber... Hä? Ja, mach's wirklich. Ich habe ihn ja nicht aufgeschrieben. Ja, okay. Dann muss ich aber umbauen, weil er muss dann auf die andere Seite. Ich spiele links Draxler, rechts Götze und dann in der Mitte Kruse. Also die drei. Okay. Ich habe Julian Brandt, ich habe Müller und Forsberg. Bei Forsberg hat er auch so eine neue Karte bekommen. Vielleicht dachte ich, es mit der. Oh, yo, die Karte ist krank, ne? Die Karte ist krank. Ja, die sieht böse aus. Aber die muss man sich ja spielen oder sowas, habe ich gesehen, oder? Kann das sein? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es ist SBC, aber Ehre auf jeden Fall an Tone, dass er hier auf den Snipe, auf den möglichen Snipe verzichtet und hier Bock auf Götze hat. Weil ich habe den auch nicht gespielt. Die Karte sieht halt echt wild aus, ne? Gut, dann. Ja, soll ich einhalten oder willst du? Komm, du bist der Gasch. Du darfst zuerst jetzt mal die Tafel reinhalten. Komm, dann triffst du bei mir was Gutes. Ich würde mich ja freuen, Broski, wenn du mir ein volles Team gönnen würdest. Ja? Wäre wirklich ehrenhaft. Deswegen, einfach mal Daumen drücken. Rechter ZOM ist ein Spieler, ich glaube, der ist Mittelstürmer, offiziell. Den kann man aber an eine Position nach hinten tun. Und wer ist es? Wo ist er? Ich habe doch diesen Hazard gekauft. Hazard, Cousin, wo bist du? Der Torgen Hazard, den hast du auch, glaube ich, ein paar Mal gezogen gefühlt, oder? Kann das sein? Boah, der Witzel Perfect Link, sagst du? Nee. Wir haben Emre Can, genau. Als Sechser für Birthday. Und dann jetzt aber noch einen weiteren Dortmunder. Heute ein bisschen Dortmund-Action. Bellingham, diese Moments-Karte, was ist das? Die Team of the Season. Thomas Müller, William Carvalho und Kimmich. Okay, sehr, sehr gut. Let's go. Dann bist du dran. Ich fange an im linken ZDM.
Da habe ich was Schönes aus der französischen Liga. Und das ist André. Muchas gracias. Okay. Und im linken ZDM habe ich noch eine weitere deutsche Karte und das ist Florian Neuhaus Foot Birthday. Stark, nee, stark gebaut. Ich habe Kimmich, ich habe Verratti. Ich dachte, weißt du, wegen der Aufnahme mit Verratti, dachte ich, ja, nochmal spielen. Ja, ja. Na gut. Geil, Alter, der war so sick. Ja, der ist so gut, der ist so brutal. Und Italien-Chat übrigens, Geheimfavorit. Was, jetzt ist nicht mehr geheim, aber die sind krass. Ey, Real Talk, die waren so gestört, ne? Das war wirklich krank. Okay, Freunde, Außenverteidiger. Probieren wir es. Ah, du weißt, ein Portugiesen brauchst du noch, ne? Ja, ein Roy noch. Und das Ding ist, ich könnte jetzt einen Linksverteidiger Portugiesen nehmen. Das wäre knackig. Und da habe ich mich bedeckt gehalten mit einem Inform Mario Rui. Und da gab es noch einen. Ich wette, bei dir steht ein Dalot auf der Tafel, gell? Zehner. Weil ja, steht da auch. Steht da auch. Ja. Und rechts. Okay, bitte, bitte. Broski, ohne Spaß. Ich will diese Karte unbedingt spielen. Ich habe sie extra für die Aufnahme abgeschlossen. Peace check. End of an Era. Bitte. Komm schon, gönn. Oder du hättest mir die Zeichen geben müssen, wie bei Götze. Ich habe Fistcheck aufgeschrieben, was soll ich machen? Nein! Ich hatte so Bock auf aber den. Ey, aber egal. Ich mach dir, das ist ja eine Aufnahme der Freundschaft. Ich mach dir Angebot, du kannst dein Mario Rui gegen den Bronze-Torwart ersetzen. Das ist mein Angebot. Okay, komm. Okay, weil du mir den Götze gegönnt hast. Weil das ist schon cool. Ja, cool. Dankeschön. Okay, kurz. Machen wir so. Heute mit. Weil ich will auch wissen, wie er spielt, Fistcheck. Okay. Später beim Biscarden gibt es gar keinen Freundschaft-Chat. Ihr kennt das doch. Hab ich, aber ich meine, ich habe die Tafel reingehalten, oder? Ich habe absolut Brainlag. Ach so, nee, müssen wir. Gib Gas. Digga, ich hab schon weggewischt meine Tafel. Ich denke mir so, habe ich. Ich war auch komplett lost. Ich war auch komplett lost. Ich war schon wieder beim nächsten Spielerraten gerade. Und ich dachte mir so, hey, wen hat er jetzt genommen? Okay, warte, ich hab's gleich. Linksverteidiger gab's wunderschön viel Auswahl. Mit wem gehe ich? Ich gehe mit Tots Moment Dingé. Mhm, nice. Auf der Rechtsverteidigerposition gibt es auch sehr viel Auswahl. Ich habe eigentlich Bock auf den. Ich glaube, bei dem würdest du snipen. Ja, wir probieren es mal. Ich gehe mit Tots Moment Lazaro. Jawohl, den habe ich, den Cousin. Ich habe überlegt, Mbappé ja, Lazaro. Richtig entschieden. Das war mir fast klar. Links. Ich dachte erst, okay, vielleicht Baku, aber ne. Ja, links darfst du aber behalten. Dann gehen wir weiter. Aber ist es mein erster Bronze-Spieler, den ich getroffen habe? Ja, dann kommt da ein Bronze-Torwart hin. Pass auf, vorhin hast du angefangen, Broski. Dann würde ich sagen, halt ich zuerst rein, weil ich will deinen Torwart treffen. Das wäre schmackhaft. Ja, so ein Bronze-Torwart würde mir gut tun. Ich glaube, du hast gerade, als du etwas gesagt hast, ist dir selber was aufgefallen. Tone hat nämlich gerade so laut gedacht und so, ja, Icon hast du ja schon. Ja, nee, habe ich ja noch nicht. Mein Starspieler ist ja ein Icon. Ah, stimmt. Ich habe es echt vergessen, ja. Du hast recht. Nice. Und deshalb gehe ich mit Desai. Okay. Rechter Innenverteidiger ist, ich glaube, das ist der Baby sogar oder der mittlere. Desai, Mangala, rechter Innenverteidiger und im Tor steht, ich glaube, das ist Citizen, müsste das sein. Ist irgendeine wacke Informkarte. Chemiehube seine ich Mutter. Ich habe Areola, ich dachte, vielleicht gehst du doch noch mit ihm. Kunde und Kimpembe. Da hab ich nur alle Balken. Nice. Ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm mit dieser scheiß Icon. Mann. Pass auf. Ich brauche ja noch einen Link zu Bellingham. Und ich hab's mir so gedacht, ein paar Portugiesen würden das Team schon noch aufmuntern, so, weil wir machen ja Portugal gegen Deutschland. Deswegen gehe ich mit Premier League Spielern. Wir haben Stones, wir haben Team of the Season Ruben Dias und im Tor gehen wir mit Rui Patricio. Deswegen kommen alle auf Fullcam dann hoffentlich. Wen hast du nochmal? Sag bitte nochmal. Wen? Stones, Dias, Patricio. Boah. Also so knapp nah dran war ich lange nicht mehr. Laber nicht. Ich hab Joe Gomez, Kyle Walker und Ederson. Alter. Boah. Du bist so hart in den DMs geslidet, aber hast dann wieder zurückgerufen die Nachricht, weißt du nicht mehr? Ehrlich, ich hab so, hey, what's up? Keine Antwort, zurückgerufen, ganz schnell weg, war ich nicht. War mein Bruder. Ja. Yeah. Na gut, dann Leute, ja, da haben wir beide einen Bronze-Spieler. Und Broski, ich lade dich ein, wir gehen rein und let's go. Okay, wir gehen rein. Ladies and Gentlemen, anschnallen. Ich hoffe, die Portugiesen können was. Vielleicht Kopfballtor nach Ecke drücken, ne? So sicher eigentlich. Hat der André Silva auch Bock auf den? Oh, Neuhaus, komm. Nein! 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 Oh mein Gott! Nein! Mit Hose ausziehen und alles. Bruder, ich hab so den Kompass gebraucht. Ich hab den Kompass so gebraucht. Du hast schon so Rettungsringe angehabt und alles, aber. Ja, Mann. Die Fettfinger. Warnweste, alles. Nein! Hey! Götze! Nein! Mario Götze! Und der war. Und da ist er, dieser eine Moment! Digga, voll spannend. Kennst du uns? Da haben wir noch gut. Ja, aber nicht, da ist er. Nicht jetzt.
Mario Götze und der Martin. Ah ja. Klose! Er sagt mir vor der Aufnahme. Miro! Er sagt mir vor der Aufnahme. Er kann keine Hochwerte. Miro! Sag ja schon mal, wie Miro aussieht, gell? Einfach wie Miro. Der sieht so gut aus. Einfach wie Miro. Digga. Draxler! Jungs! Jawohl, Junge! Heute gehen Freundschaften kaputt. Draxler! Mhm. Sorry. Heilige Scheiße. Sorry. Oh, was ist denn das? Scheiße, Mann. Ja, ohne Spaß, wenn du Cristiano discardest, dann lädst du mich aber wenigstens in München zum Essen ein, okay? Oh, Götze, ohne Spaß, wenn Deutschland aber so heute spielt, unterschreibe ich sogar. Bin ich sogar Ronaldo dafür discarden. Nein, nein, nein. Was passiert? Was geht ab? Genau. Also irgendwie funktioniert bei mir gerade alles, aber finde ich gut. Bro, vor allem du hast so Miro auf Undercover, weißt du, der ist ja eigentlich nicht so gut, denkt man sich. Ja, yeah, 200k, yeah. Bester Mann. Und er meinte dann, falls ich Freunde habe, die auch so gebrauchte, komplett ripped Schuhe haben, dass wir sie schicken sollen, er gibt 50 Euro pro Schuh. Dann geht's immer auf, Broski. Nein! Wie macht man den Salto? Wie macht man den Salto? Du weißt falls schon, gell, dass ich ein Cristiano Ronaldo im Team habe, gell, wollte ich mal nur gesagt haben. Ja, ey, das ist das Orakel. Deutschland gewinnt 5-0. Ja, wohl Spaß. Schon mal vor, die sehen das Video heute Ronaldo discarded, dann irgendwann, du lädst so 2 Wochen später dein Video hoch, sehen sie wieder Ronaldo in meinem Team. Die werden so denken, der hat ihn anders recycling. Digga, wo ist meine Anspielstation? Wo ist sie? Oh mein Gott. Kein angewählt. Tut weh. Jawohl, jawohl, verkürzen! Idemo, weitermachen jetzt. Angewählt bekommen. So frech. Weiter, weiter, weiter. Nur noch 4 Discards. Nur noch. Hä, oh mein Gott. Ja, ja, ja. Geh, komm, André. Komm, André Silva ist scheiße. Oh, ich musste es tun. Wichtig, noch 3 Discards. Alter, ich könnte gerade meinen Ronaldo retten. Ohne Spaß, ich habe ihn schon weggesehen. Ich könnte es noch retten. Ja, ja, ja. Hey, Digga, aber jetzt wird's langsam ein bisschen frech. Bei mir geht ja gar nichts mehr. Ha, ey! Nein, 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 nein. Das hätte der Ronaldo safe sein können. Ach du Scheiße. Ja, GG's, ey. GG's, ich bin raus. Nochmal gut gerettet. Ich bin mit blauen Augen davon gekommen, aber es sind immer noch 3 Discards, Alter. Bei einem Cristiano Ronaldo. Also ich meine, hier muss kein Ronaldo discardet werden, das ist ein SBB der Freundschaft, aber wenn man mit 5 Toren führt, dann will man das halt schon irgendwie, bin ich ehrlich. Okay, Freunde, ich habe den Laden umgestellt. Ich weiß nicht, was du halt nehmen wirst bei dir. Also ich habe keine Ahnung, welche Richtung du gehst. Aber ich, Digga, was soll ich sagen, Mann? Es wird auf jeden Fall so oder so wehtun. Ne? Ich habe die 4 Triple-2. Mit dem linken ZDM. Okay. Dann nehme ich den rechten Verteidiger. Mhm. Rechtes ZDM. Ich sag's mal so, ich bin auf der einen Seite erleichtert. Du hast nicht mal Cristiano Ronaldo getroffen. Du hast aber danach halt die 3 Besten so getroffen, die es gibt. Du hast echt, Bellingham hätte noch sehr weh getan. Du hast aber, scheiß doch, Digga. Einfach Ronaldo behalten, das ist das Wichtigste. Trotzdem gehen Münzen flöten. Ronaldo war linker Innenverteidiger. Der war, ja, linker IV, habe ich mir gedacht. Tust ihn dahin. Wen habe ich denn getroffen? Du hast getroffen Optimus Rui Costa. Oh, warte mal, bei mir stellt's auch. Peace-Check, den wollte, Digga, den hast du mir noch, weißt du, der hast du mir da, nein, aua, aua, aua. Ich hab sogar mit Broski so geredet, so, hey, den tun wir in Innenverteidigung, super. Und Hazard getroffen, 240k, also 500.000 Münzen, ja, plus okay. Peace-Check discarded, super. Ist okay, kann ich mitleben, kann ich sehr gut mitleben. Aber bei linker Innenverteidiger wäre ich auch gar nicht gewesen, irgendwie. Ladies and Gentlemen. Spieler sind bereit zu gehen. Rui Costa, Hazard und Piszczek. Es tut weh, sage ich ehrlich. Aber Cristiano, du bist da. Deutschland gewinnt 5-2. Broski, nehme ich mit. Unterschreibe ich, okay? Nehmen wir. Und dir hoffentlich viel Spaß im Stadion, gell? Ich hoffe, das schafft. Ja, wir werden sehen, Freunde. Wir werden sehen. Na gut, dann checkt noch die Folge bei Broski ab. Kommt die Tage dann online. Und letzte Worte, dann gehe ich. Haut rein. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ja, Mann. War eine nice Aufnahme. Macht's gut, Jungs. Ciao, ciao.